bin's wieder, Kesuna Hiram, hier mit meinem Let's Play von Pokémon Gelb. Und beim letzten Mal haben wir die MSN weiter erkundet. Und ja, viel gekämpft. So viel, dass wir gleich zum Endspurt kommen, denn da drüben ist auch schon der Kapitän des schönen Luxusschiffs. But... Sieh an, der Typ! Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Der Typ, hat man dich tatsächlich eingeladen? Mimi. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Mimi. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Du musst auch immer da sein. Why are you still there? Und Level 19. Dass er nicht stärker ist, verwundert mich. Okay. Ach, Rotzfrotz. Level 16. Ach, süß. Und? Ja, mal ruckzuckieb. Fertig. Und Sandan. Alter, ich wreck hier gerade seine Pokémon weg. Und ich hatte schon Befürchtung. Ich mach mir echt zu viele Gedanken. Jesus. Ein Trank. Na. Oh, hör auf mit Sand zu schmeißen, du. Na. Evoli. Ja, okay, da kann ich für uns tauschen. Einfach um den Sand aus Tauburgas Augen wegzukriegen. Und ihn zu. Und ein bisschen mit meinem Gyarados anzugeben. Guck mal, das hab ich gefangen und trainiert. Und du nicht. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Mimi. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao! Mimi. Ah, das nenne ich einen Applaus. Und sonst so? Ja, du freust dich mega. Du liebst mich. Ah, der Kapitän. 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. Bäh, manche Dinge macht man besser nicht. Tja, Pech. Es geht mir gar nicht gut. Der Typ massiert dem Kapitän den Rücken. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Mach mal selber. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Yay, VM 1! Meine erste VM. Super. Endlich bin ich nicht mehr krank. Es kann losgehen. Ja, ich betrete einmal kurz und
Ach, der Fan, du hängst immer noch an der Mülltonne. So viel zum Thema, du bist nicht mehr krank. Willst du mich verarschen? So, dann kann ich mir ja direkt Gedanken machen. Wer soll den Zerschneider können? Denn nicht vergessen, VMs kann man nicht mehr verlernen. Das war ja damals noch gang und gäbe. Kann ich so oft einsetzen, wie ich will, aber wieder verlernen geht sehr schwer. Dann, na gut, wie zerknospet es denn? Obwohl, warte, nein. Ich habe jemand anderen. Ich glaube, ich bringe es dann doch Dings bei. Glutexo. Weil Glutexo bleibt in meinem festen Team und so habe ich dann den Zerschneider immer parat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Bisaknusp im festen Team behalte. So. Na gut, dann würde ich sagen, Kratzer weg. Und der Glutexo kann den Zerschneider. Na gut, dann wird's an der Zeit, das Schiff zu verlassen. So, hat noch irgendjemand noch was zu sagen? Nee, du sagst immer noch das Gleiche. Auf jeden Fall, tschüss MSN! Werd dich vermissen. Weg. Na, das war doch ein aufregendes Erlebnis. Wir haben den Zerschneider, die MSN ist erkundet, wir haben, Alter, wieder mal gezeigt, wo der, dass man nicht mit uns fuckt. Die MSN ist ausgelaufen. Sie wird in einem Jahr wieder hier anlegen. Ja. Für mich kein Problem, weil ich habe wirklich alles dort jetzt erkundet, was es gibt. Und jetzt theoretisch könnte ich doch nochmal im Dings gucken. Also, da vor dem Vatania-Wald, wenn ich jetzt aus dem Diktatunnel gehe. Zu diesem Anlass. Hi, John Lennon. Ich bin nicht John Lennon. So. Dann wiederum. Ich glaube, ich gucke mir erstmal die Arena an. Ach ja, stimmt. Es geht ja nicht so mit Anklicken. Man muss ja extra das Menü öffnen. Flop! Hey, warte, du Champion in Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Ah ja, das gute alte Mülltonnenrätsel. Aber ich glaube, zuerst einmal werde ich ein bisschen die Leute verkloppen. Ja. Das hier ist kein Spielplatz. Habe ich auch nicht gedacht, dass es einer ist? Chill, Dude.
aber die sind... Phew! Na, das hat ja viel Schaden gemacht. Aber ja, die Trainer haben wieder Anspruch. Aha, Verbrennung! Na gut, dann... Ach komm. So, fuck you. Was hat noch geklappt? Wow, du hast mich überrascht. Major Bob hat die Tür doppelt abgesichert. Ein Tipp? Der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Ah, danke schön. Tipps sind immer sehr hilfreich. Vor allem, wenn sie nur mit einem P geschrieben sind. Just saying. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Oh, dann zeig mal, was du kannst. Rocker. Mit deinen langen Haaren vor allem. Oh, ulala. Pium. Woher eigentlich immer diese Faszination für Ultraschall? Wieso? Auf damit! Noch ein Volterball, Könnt mir den Hals brechen. Ich hoffe einfach mal, dass Dings funktioniert. Was ich vorhabe. Und nochmal, epileptischen. Na, spammt eh nur Tackle. Das ist gut. Epileptischen. Und nochmal. Epileptischen! Und noch ein Volteball. Das hat lang gezogen. Das dieses Geräusch immer. Dafür einen extra epileptischen. Mit Verwirrung. Ha! Nein! Na komm, komm, hau dich selbst, ja! Danke! Nice. Ein Kurzschluss. Ja, geil, ne? Okay, ich rede. Major Bob hat hier irgendwo Schalter versteckt. Das hat dein Kumpel schon indirekt angedeutet, also, ja. Dein Tipp kam ein bisschen zu spät. So, jetzt nur noch du. Major Bob war mein Ausbilder. In der Armee wohlgemerkt. Und noch ein Volteball. Die Dinger wachsen ja wie Gras vom Boden. Piu! Geräusch!
blöder Wichser! Damit habe ich jetzt null gerechnet. LOL? Okay. Na gut. Willst du es nicht anders? Fail. Ja. Und noch einmal zum Sicherwerden. Ja. Ja, bitteschön. So und nicht anders. Stopp, du bist zu gut. Die Tür öffnet sich nicht. Major Bob war immer sehr vorsichtig. Ja, ja, der möchte, dass ich ein Rätsel löse. So, löse mein Rätsel, Batman. Ah, genau so und nicht anders. Soll ich Major Bob jetzt dann nochmal herausfordern? Soll ich oder soll ich nicht? Ich meine, dann könnte ich guten Gewissens nochmal die ganzen Routen abklappern. Oder? Ach, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, ich tu's. Ich fordere Major Bob heraus. Wie sehen denn sonst meine Pokémon gerade aus? Ja. Gut. Dann wollen wir erstmal das Rätsel lösen. Abfall. Abfall. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Das erste Schloss wurde entriegelt. So, der zweite ist direkt daneben. Fuck! Das Schloss wurde wieder verriegelt. Toll. Ist nichts. Müll. Müll. Ja, dann muss man aufpassen, dass man den richtigen, die richtige Seite erwischt. Weil sonst darf man alles wieder von vorn machen. So, Abfall, Abfall, Abfall. Aha! Und das zweite Schloss wurde entriegelt. Die mechanische Tür hat sich geöffnet. Flupp! Ja, hi, Bob! Da bin ich! Wieso hast du einen Mülleimer neben dir? Und ein Bücherregal. What the hell? Na gut. Zeit, ihn zu bekämpfen. Stillgestanden! Willkommen in der Pokémon-Arena von Orania City. Was ist das? Eine halbe Portion als Herausforderer? Hahaha, du hast ganz schön Mumm, mich zum Kampf herauszufordern, du Wicht. Ein Pokémon-Kampf ist kein Zuckerschlecken, Junge. Du hast keine Wahl, du musst aufgeben. Das sehe ich anders. Es ist erst vorbei. Wenn jemand nicht mehr am Boden ist. Und er setzt ein Level 28 Raichu ein. Oh. Da. Ich habe zwar gewusst, dass Raichu ein hohes Level hat, aber 28? Bitch! Und das ist kein Mega-Heat, by the way.
ist, by the way, auch schön wieder an den Anime angelehnt, weil normalerweise ist, hat Major Bob ja wesentlich mehr Pokémon auf Lager. Aber hier hat es nur Raichu, weil es auch im Anime nur einen Raichu besitzt. Und Alter! Fick dich! Dann hier! Fress Egelsamen, Bitch! Also, ich glaube, es hakt. Ich könnte ihm auch noch mal Gift reindrücken. X-Tempo, oh. Haha, es hat geklappt! Ja! Ups! Und ich bin ein Dummkopf! Ich wollte nämlich Krankenhieb einsetzen. Ah. Nicht sehr effektiv! Fuck you! Flup! So, wie mache ich das jetzt? Vielleicht zur Sicherheit. Ich habe aber sonst nicht viele, die was aushalten können gegen so ein mächtiges Elektro-Pokémon. Sonst... Das Vieh? Tankt das aus? Okay. Hacken daneben, Bitch! Flup. Na gut. Gift schadet ihm nochmal. Und die Egelsamen. Okay, das hat verfehlt. Egal, ruckzuckieb. Ha. Okay, mit Taktik hat's erst geklappt. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Sehr gerne. Boah, und massig hart, Mad Cashew. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem könnte dein Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. Ja, 24, Tim. Tim 24 ist Donnerblitz. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ich gebe dir noch einen Tipp, Junge. Mit einem P. Elektrizität ist enorm kraftvoll. Doch sie hat keine Wirkung auf Boden-Pokémon. Well, das macht mich dann doch happy. 28, also ich glaube, es hackt. Puh, ein elektrisierender Kampf. Ja, ne? Hab ich auch nicht mitgerechnet. Dieser Verdammte. One-shottet er hier einfach. Ich weiß auch nicht. Erstmal heilen. Oh, mein armes, kleines Glutexo. Wollte das nicht. So. Und jetzt, wo ich den Orden ja habe, also den Donnerorden,
Kann ich mal kurz Platz schaffen, um... Nur ganz kurz. Mein kleines Medbo. Oh, by the way, ich könnte vielleicht auch das Bootsticket auch... Oh, ich bin so dumm. Das Bootsticket brauche ich ja eh nicht mehr. Ablegen. Da. So, sonst noch irgendetwas, wo ich sagen kann, nein. Die auch, ja. Nein! Ich bin so behindert. VM kann ich, glaube ich, behalten. TM24. Ja, das war Donnerblitz. Aber meines Erachtens lernt Pikachu noch früh genug Donnerblitz, also brauche ich das jetzt nicht so dringend ihm jetzt schon beibringen. So, ich will meine Karte wieder haben. Auch wenn ich sie nicht benutze. Man weiß nie. So, denn jetzt, wo wir Platz geschafft haben... Du trägst den Donnerorden. Dann bist du ein guter Trainer. Ich habe einen Shiggy gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Würdest du dich um meinen Shiggy kümmern? Ja! Der Typ erhält Shiggy. Nein, danke. Okay, aber behandle meinen Shiggy gut. Ja, natürlich, also... Level 10, süß. Aber guck, das ist so niedlich. Oh, so ein niedliches kleines Shiggy. Na gut, dann werde ich nur noch kurz durch den, Diktatunnel einmal wandern. Mit Schutz natürlich. Und mal diesen einen Weg freilegen, wo ich nicht durchkam. Weil wegen... So. Jetzt hätten wir das doch. So, jetzt kann ich nämlich da durch. Und hier war ein Haus. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in der Felstunnel wagen. Genau, den Blitz brauche ich nämlich jetzt. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eus Gehilfe. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM5. Also, der Typ, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja! Super, du hast 16 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse! Hier, das hast du dir redlich verdient. Jawohl, VM5. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Genau das, was ich brauchte. Und natürlich gibt's Loot! KP Plus war das? Noch ein Mondstein. Und das war's. Okay. Na dann. Bleibt mir an dieser Stelle nicht weiter zu sagen, als dass ich jetzt erstmal wieder Pokémon fangen werde. Sie trainieren. Also, wenn ich die Zeit halt dafür finde, that's the point. Und ja. Und ich mich dann sonst schon dann verkrümeln werde. Egal, positiv oder negativ, wer zu mir gern gesehen hat, das ist meine Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Servus!